Und zwar immer, wenn der Hund langsamer geht und schnüffelt. Wenn der Hund irgendeinem starken Reizer liegt, ob das jetzt die Mädchenpipi ist oder ob das ein Mensch ist, den er mag, oder wenn der Hund irgendeinem starken Reizer liegt, dem Eichhörnchen, dürft ihr keine Signale senden. Dürft ihr nicht Mu machen, ihr dürft nicht sagen Mausi, weil ihr euch sonst die Signale ruiniert. Was, glaube ich, ein gutes Bild ist, stellt euch vor, da ist ein Aufzug. Da ist ein Knopf und über den Knopf leuchtet mit Rot außer Betrieb. Und das, was Hundebesitzer aus meiner Sicht tun, ist das Gleiche, wie wenn jetzt jemand eine halbe Stunde auf den Knopf drückt, wo außer Betrieb draufsteht. Man muss sich seinen Hund anschauen und überlegen, ob da gerade außer Betrieb drüber steht. Und wenn außer Betrieb leuchtet, don't talk to him. Also was macht man? Man geht. Man hat die Leine am Hund, man ignoriert den Hund und man geht.